Hallo und herzlich willkommen zu unserem Rundgang durch Kettwig. Ein Rundgang mit Abstechern in die Vergangenheit dieser wunderschönen Stadt. Wir beginnen an der Brücke über den Mühlengraben. Sie wurde 1786 errichtet und hier hat sich seit dieser Zeit absolut nichts geändert. Sie sieht heute noch genauso aus wie damals. Nur unter der Brücke. Da hat sich was geändert. Hier floss nämlich, wie man sehr schön sehen kann, die Ruhr bis zum Bau des Kettwiger Stausees. Und das hatte Gründe. Wir gehen jetzt weiter Richtung Ruhrstraße. Die Ruhrstraße mit ihren schönen Fachwerkhäusern aus dem 16. bis 18. Jahrhundert prägte schon immer die Ortschaft Kettwig. Was weniger bekannt ist, dass sie eine wichtige Handelsweg war für den Verkehr zwischen Düsseldorf und Essen. Über Kettwig war der kürzeste und schnellste Weg, wenn da nicht die Ruhr gewesen wäre. Um einen Fluss zu überqueren, braucht man Brücken. Aber Kettwig und seine Brücken ist ein kompliziertes Thema. Urkundlich erwähnt wurde die erste Brücke 1282. Aber man weiß nicht, wo genau sie war oder wie lange sie in Betrieb war. Was aber bekannt ist, ist, dass im 13. oder 14. Jahrhundert eine neue Brücke gebaut wurde, ungefähr an dieser Stelle. Es ist nicht diese, aber ich gehe davon aus, dass sie so ähnlich ausgesehen hat. Und diese Brücke wurde ständig zerstört, entweder durch Hochwasser oder durch kriegerische Auseinandersetzungen, bis sie im Jahre 1635 der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm eroberte und der ließ sie abreißen. Was mehr als 200 Jahre Fährbetrieb zur Folge hat. Fuhrwerke, Passagiere mussten mit so einer Fähre von vor der Brücke zur Bleichinsel gebracht werden, um von da über die Brücke am Mühlengraben nach Kettwig zu gelangen. Hier an der Ruhrstraße bogen sie dann links ab und fuhren weiter Richtung Bredeney. Tja, Reisen war früher alles andere als einfach. Wir gehen jetzt weiter Richtung Kirchtreppe. Die Kirchtreppe ist heute die Visitenkarte Kettwigs. Kaum ein Tourist geht hier vorbei, ohne ein Foto zu machen. Was sich verändert hat in den letzten Jahren, ist der Aufgang der Treppe, der untere Teil. Aber die größte Veränderung war der Tuchmacherplatz. Hier wurde nämlich bis 1910 Gemüse angebaut. Ja, wir sind hier im Jahr 1900. Und man kann hier noch die Grundmauern eines alten Hauses sehen. Und da vorne ist das Tor zum Gemüsegarten. Aber natürlich konnte es so nicht bleiben. 1914 wurde hier alles platt gemacht und es wurde dieser Brunnen erstellt. Und so blieb der Tuchmacherplatz für fast 80 Jahre. Dann wurde 1992 diese Weberskulptur errichtet, um an Kettwigs lange Webertradition zu erinnern. Die ununterbrochenen Wasserfäden erinnern symbolisch an ein gewebtes Tuch. Und diese Skulptur gibt es ja bekanntlich noch bis heute. Wir gehen jetzt ein Stück weiter auf der Ruhrstraße und tauchen dabei ein ins Mittelalter. Dies ist wahrscheinlich das älteste Steinhaus in der Kettwiger Altstadt. Es wurde vermutlich im Jahre 1300 erbaut, das heißt vor 700 Jahren. Und verständlicherweise wurde es mehrfach umfunktioniert. Zuerst war hier ein Hufschmied drin. Und später zur Tuchmacherzunft wurde es umfunktioniert in eine Färberei. Irgendwann war es nur noch ein Abstellraum, dann eine Garage und im 20. Jahrhundert eine Schlosserei. Und heute? Und heute ist es ein urgemütliches Weincafé. Wir gehen jetzt weiter Richtung Kirchplatz.
Manchmal wird behauptet, dass diese Kirche und die umliegenden Häuser die Keimzelle Kettwigs ist. Aber ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die ersten Siedlungen unten in Flussnähe entstanden sind. Denn die Bauern brauchten ja Wasser für ihre Felder und ihr Vieh. Und der Name Kettwig wurde erstmals 1052 urkundlich erwähnt. Man kann also davon ausgehen, dass schon vor dem Jahr 1000 hier Menschen gelebt haben. Und für diese Zeit und für die nächsten 300 Jahre gibt es so gut wie keine wissenschaftlich belegte Dokumentation. Was aber bekannt ist, dass diese Kirche im 13. Jahrhundert entstanden ist und die Häuser und auch die in der Kettwiger Altstadt entstanden zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert. 1857 wurde Kettwig Stadt und hatte von da an einen eigenen Bürgermeister. Die damalige Erhebung ergab eine Einwohnerzahl von 3066 für die Stadt und fast 6000 für Kettwig Land. Und es gab 5 Straßen im Ort. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Schon damals flanierte man an Sonnenfeiertagen gerne in der Hauptstraße. Und was die Bausubstanz angeht, hat sich hier so gut wie nichts verändert. Die gesamte Kaiserstraße steht heute unter Denkmalschutz. Und wenn man sich die modernen Schilder wegdenkt, hat man das Gefühl, man ist im Mittelalter. Bei einem Rundgang schön sehen kann, hat sich die Kettwiger Altstadt ihren Charme weitestgehend erhalten. Aber aus meiner Sicht gab es auch Bausünden. Und dieser ganze Bereich wurde abgerissen. Wo dieses Haus früher stand, ist heute der Märchenbrunnen mit der Wildschweinskulptur. Immer wenn ich mir diese schönen historischen Gebäude anschaue, fällt mir der Spruch von Heinz Erhardt ein. Früher war alles gut. Heute ist alles besser. Aber manchmal wünsche ich mir, es wäre wieder gut. Ich stehe hier in der Kringsgard hinter dem Rathaus. Zur Orientierung, der Blick ist Richtung Schulstraße. Und rechts von dieser Mauer ist der Bonner Hof. Und alles, was ihr hier seht, wurde abgerissen. Für diesen Blick, ob es das wert war? Ja, das war ein Blick auf die Altstadt. Und jetzt gehen wir runter zum Stausee. Nichts hat das Kettwiger Stadtbild so verändert wie der Bau dieses Stausees. Und wenn ihr nach 1950 geboren wurdet, dann könnt ihr gar nicht wissen, wie das hier mal ausgesehen hat. Deshalb drehen wir jetzt die Zeit mal zurück und schauen uns da unten um. Hallo, hier bin ich. Wir schreiben das Jahr 1939 und ich bin hier auf der Schleuseninsel. Vor mir ist der Ruhrarm vor der Brücke, hinter mir die alte Schleuse und auf der anderen Seite, ich springe da jetzt mal kurz rüber, ja, und hier auf Kettwigs Seite teilt sich die Ruhr. Ein Teil fließt zurück zum Hauptstrom, aber ein weitaus größerer Teil fließt zum Mühlengraben, damit dort die Wasserkraft genutzt werden konnte. Und dieser ganze Bereich wurde zugeschüttet. Ja, und jetzt sieht es hier so aus. Hier, wo ich gerade stehe, floss früher die Ruhr Richtung Mühlengraben. Und noch etwas hat der Bau des Kettwiger Stausees verändert. Diese alte Brücke, die hier noch mit der Brücke über den Mühlengraben verbunden ist, war dem Verkehr nicht mehr gewachsen und wurde 1950 abgerissen und durch die neue Brücke ersetzt. Übrigens, bis 1931 musste man hier noch Brückengeld bezahlen. Ja, und hier
wo unser Rundgang begonnen hat, endet er auch wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn euch dieses Video neugierig gemacht hat, ihr wollt mehr erfahren über diese wunderschöne Stadt, dann kommt doch einfach ins Rathaus. Hier ist ein Museum für euch. Hier gibt es tausende von Büchern, über 8000 historische Fotos und viele kluge Köpfe, die alle eure Fragen beantworten können. Ich bin sicher, wir sehen uns.